dich auf Freuen. Ganz grätzig war es, glaube ich, mit der Flanke. Hier mit links genau und eben nicht unbedingt zum Kopfball, sondern dass er den mal Volley nehmen kann. 14. Saisontreffer für den Top-Torjäger. Verdiente Führung. 90 Sekunden circa waren da gespielt in der zweiten Halbzeit. Und das ist natürlich ein Auftakt nach Maß. Das sind erfahrene und gute zentrale Mittelfeldspieler, die sie da hinter ihren beiden Mittelstürmern haben. Und ein bisschen Glück gehabt bei der letzten Aktion. Oh, tolle Bewegung da von Lee. Gern. Lee gefault worden, aber gibt Vorteil. Gui. Rechts raus, nochmal gespielt, Alter, mehr in die Mitte. Und da ist die Möglichkeit, da ist das 1:0. Die Fahne bleibt unten. Kraft, Leon Ramos. 9. Minute. Klasse Kombination und die verdiente Führung für die Bayern Amateure. Per Hacke eingeleitet von Timo Kern. Da ist aber gleich mal die Muskeln spielen. Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Die Abseitsfalle der Buchbacher schnappt in der 66. Minute nicht zu. Ramos ist dadurch kaum unterfordert und lässt sich diese Gelegenheit nicht nehmen. 3:2 für die Bayern. Schon zweimal konnten die Buchbacher einen Alter dann. Für Juli schickt Gran Leon Ramos auf die Reise und der Goalgetter bleibt vor Thiel ganz cool. Er tänzelt den Keeper aus und stellt in der 16. Minute auf 2:0. Ganz kalte Dusche also für Pippinsried, denn wer weiß, wie dieses Match gelaufen wäre, wenn die Gastgeber den Elfmeter versenkt hätten. Doch hätte, wäre, wenn. Die Realität, die Minute läuft der nächste Angriff der Bayern-Amateure. Es geht über rechts. Die Flanke findet den völlig freistehenden Gran Leon Ramos und der 19-Jährige hat keine Mühe, das 1:0 zu erzielen. Kann aus Linien kommt keiner hinterher. Der Bedienstuhlpartner Ramos, der dreht sich um die eigene Achse und knallt den Ball zum 4:0 in die Maschen. Eine regelrechte Gala-Vorstellung bisher von den Bayern und in Hälfte 2 knüpft sie dem Ichichil. Doch nach gut einer Stunde kommen die Bayern mal wieder nach vorne und zeigen den Dorfbum, wie man es besser macht. Sekbe auf Ramos und das Zusammenspiel der beiden Torschützen mündet mit 3:1. Echt? Der 19-Jährige wackelt seinen Gegenspieler mit ein paar Übersteiger aus, zieht in die Mitte und versenkt das Leder zum 2:0. Klasse Aktion von Ramos. Maximilian Riedmüller, der ja eine lange Bayern-Vergangenheit hat, ist noch dran, bekommt den Ball aber nicht mehr um den Pfosten gelenkt. Wafanghofen aus der Bahn. 23 des FCB nun wieder die aktivere und bessere Mannschaft und Stimme Kindesfilm zeigte sich auch kalt schmerzend vor dem Gehäuse. Ramos verwertet nach einem Schuss von Arion Ibrahimovic den Abpraller und schnürt den Dreierpack. 9. Saisontor für